Strings, Zeichenketten, die haben wir schon mal kennengelernt bei unseren einfachsten Java-Programmen system.out.println und dann Hello World. Es gibt den Datentyp String. Das ist ein Datentyp für Zeichenketten. Aber in Java ist der Datentyp String kein Standarddatentyp, sondern ein sogenannter Referenzdatentyp. Strings sind im Prinzip Objekte. Und was es damit an Besonderheiten auf sich hat, dazu dann in einer späteren Unterrichtseinheit mehr. Wie können wir zunächst einmal nur mit Strings arbeiten? Wir können den Datentyp String beispielsweise benutzen, um Variablen einzuführen, die Zeichenketten speichern können. Ich kann also beispielsweise sagen, String H gleich Hello. Hello in doppelten Anführungszeichen ist ein String-Literal und entsprechend repräsentiert diese Variable H nun den String, die Zeichenkette Hello. Dasselbe hier, String W gleich Word. Auch im Bereich der Zeichenketten des Datentyps Strings gibt es jetzt Operationen. Beispielsweise das Plus. Wenn ich hier jetzt schreibe, String HW gleich H plus das String-Literal für das Leerzeichen plus W plus das String-Literal für das Ausrufezeichen, wird gespeichert in HW, in der Variablen HW, die Zeichenkette Hello World Ausrufezeichen. Das heißt, es erfolgt eine Konkatenation. Hello wird konkateniert mit dem Leerzeichen, dann wird konkateniert mit dem, was gerade in W gespeichert ist, nämlich der Zeichenkette World, und es wird konkateniert mit dem Ausrufezeichen, sodass HW letztlich diese Zeichenkette speichert. Was ich auch schreiben kann, was ja eigentlich eher ja, merkwürdig erscheint, ist die Konkatenation von Zeichenketten mit Integer-Werten. Aber was passiert ist, eine implizite Typumwandlung in Zeichenketten. Wenn ich in der Variablen Zahl den Wert 4711 speichere, 4711 speichere, und jetzt hier eine Variable doof vom Typ String erlege und hier diesen Ausdruck berechne, passiert Folgendes. Hier wird diese Zeichenkette Kölnisch Wasser gleich genommen und konkateniert mit der String-Repräsentation des Werts, der aktuell in der Integer-Variablen Zahl gespeichert ist. Das ist aber die entsprechende Zeichenkette, die diesen Wert repräsentiert. Sodass sich ergibt letztendlich als Wert, was dann in Duft gespeichert wird, Kölnisch Wasser gleich 4711 als Zeichenkette. Das heißt, aus Zahl, aus dem Bereich, hier erfolgt automatisch eine Typumwandlung aus dem Datentyp Int in den Datentyp String. Wenn Sie Strings vergleichen möchten, müssen Sie vorsichtig sein. Und wieso? Das werden wir dann nochmal genauer kennenlernen, wenn wir uns um Referenzdatentypen oder mit Referenzdatentypen auseinandersetzen. Schauen Sie sich mal folgendes Beispiel an. Hier habe ich einen String 1, S1 gleich Hello plus Zahl. Also da steht dann im Prinzip jetzt drin Hello 4711 und String S2 gleich Hello plus Zahl. Da steht genau dasselbe in der entsprechenden Zeichenkette, in der Variablen drin. Wenn ich jetzt mithilfe des Gleich-Gleich-Operators vergleiche, ob S1 gleich S2 ist, dann liefert mir das den Wert False. Was hier nämlich verglichen wird mit diesem Gleich-Gleich-Operator, sind nicht Inhalte von den Strings, sondern im Prinzip, was da verglichen wird, sind sogenannte Adressen. Und die sind in dem Fall unterschiedlich. Deswegen liefert S1 gleich S2 False, auch wenn sich hinter S1 und S2 dieselben Zeichenketten verbergen. Im Moment müssen Sie sich nur merken, wenn Sie Zeichenketten vergleichen wollen, müssen Sie das immer auf diese Art und Weise tun. Nämlich dann muss dort stehen S1.equals und in Klammern S2. Dann werden Zeichenketten verglichen und in dem Fall sind ja die Zeichenketten gleich und dann würde in dem Fall hier der Wert true geliefert und der booleschen Variablen VGL2 zugewiesen.